Halleluja. Wer von euch ist hungrig für das Wort Gottes? Кто жаждет Слово Божье? Wir hatten schon den ersten Gottesdienst rum. У нас уже прошло первое служение. Und der war schon sehr stark und ich erwarte im zweiten mindestens das Doppelte. И это было сильно, я ожидаю во втором служении двойную порцию. Seid ihr bereit dafür? Вы готовы? Halleluja. Liebe Grüße von Pforzheim. Привет с Пфорцхайма. Und wisst ihr, Pforzheim ist nicht wichtig. Pforzheim не так важен. Wie das Reich Gottes. Но важно Царство Божье. Ich bringe euch also Grüße aus dem Reich Gottes. Поэтому я приветствую вас из Царства Божьего. Wir haben keine bleibende Stadt hier. У нас нету постоянного города. Wir haben eine Stadt im Himmel. Наш город на небесах. Und die wartet auf uns. И он ожидает нас. Und die, wo treu sind auf dieser Erde. И те, которые верны на этой земле. Die sind glücklich. Die счастливы. Weil sie ihr Wert auf das Reich Gottes gesetzt потому haben. Что они ставили свою цену на Царство Божье. So möchte ich dich ermutigen. И я хочу ободрить auch wenn вас. Du noch ein paar Jahre auf der Erde bist. И даже если ты еще несколько лет будешь на земле. Wenn du noch 10 Jahre da bist. Даже если 10 лет. Oder 30 oder 100 Jahre noch da bist. Или 30 или 100 лет. Nimm deine Zeit. Возьми себе время. Und investiere sie in das Reich Gottes. Инвестируй в Царство Божие. Es lohnt sich. Это стоит того. Es lohnt sich wirklich. Это стоит того. Amen. Amen. Regiere in der geistlichen Welt. Jesus hat mir gesagt, Daniel, wenn du predigst, dann sprich über das Regieren. Warum regieren? Gott sagt mir, es kommt eine Zeit in dieser Gemeinde, eine Zeit kommt, wo die lernen müssen zu regieren. Gott will nicht, dass ihr regiert werdet, beherrscht werdet, sondern dass ihr selber regiert in der geistlichen Welt. Dass ihr selber herrscht in der geistlichen Welt. Und wir wollen reinschauen ins Wort Gottes. Aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Da steht drin, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Uns ähnlich. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Schau dir mal deinen Nachbar an, links und rechts. Посмотри на соседа справа и слева. Er ist geschaffen nach Gottes Bild. Он сотворен по образу Божию. Gott ähnlich. Он похож на Бога. Er hat bestimmte Eigenschaften in sich, у него есть качества, die von Gott sind. Которые от Бога. Er ist geschaffen Gott ähnlich. Сотворен по подобию. Sag mal deinem Nachbar, скажи соседу, du bist geschaffen nach Gottes Bild. Ты сотворен по образу Божию. Gott ähnlich. Ты похож на Бога. Halleluja. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und das Vieh und das ganze Erde und alle kriechenden Tiere auf der Erde kriechen. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всей землею и над всеми гадами пресмыкающимися по земле. Jesus hat dich geschaffen. Иисус сотворил, hat dich nach seinem Bild geschaffen. По своему образу. Und das erste, was sagt, ist, и первое, что он сказал, sie sollen herrschen. Владычествуй. Sie sollen nicht beherrscht werden. Не нужно, чтобы над тобой господствовали, но чтобы ты господствовал. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Gott segnete sie und sprach zu ihnen. И благословил Бог и сказал. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Плодитесь и размножайтесь. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. И наполняйте землю и обладайте ею. Und herrscht. И владычествуйте. Über die Fische des Meeres und über die Vögel und über alle Tiere, die sie auf der Erde regen. Над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Altes Testament zeigt uns. И Ветхий Завет говорит нам. Dass Gott wollte, dass wir herrschen. Что Бог хотел, чтобы мы владычествовали. Und nicht beherrscht werden. Чтобы не над нами владычествовали, но чтобы мы владычествовали. Wie viele Menschen sehe ich, wenn ich rumreise? И сколько людей вижу, когда я путешествую? Die von Umständen beherrscht werden, над которыми обстоятельства господствуют, die von Problemen hin und her geworfen werden, где проблемы их кидают из стороны в сторону. Und wie wenige sehe ich, но как мало я вижу, die Umstände sehen, где, которые видят обстоятельства, aber sie sagen, ich herrsche über diese Umstände. Но они говорят, я господствую над ними. Ich wünsche dir das von Herzen, liebe Gemeinde, я желаю от сердца, дорогая церковь, dass du nicht beherrscht wirst, чтобы не господствовали над тобой, sondern in Liebe, но чтобы ты в любви, Gottes Autorität nimmst, взял Божью власть, und über die Umstände herrscht.
проблемами. Das war Gottes Grundidee mit dem Menschen. Это была основная идея Господа, когда он сотворил человека. Rutschen wir ins Neue Testament. И теперь мы пойдем в Новый Завет. Was sagt Jesus dazu? Что говорит Господь Иисус? Lukas 10, Vers 19. Luca 10:19. Er sagt: Siehe, ich habe euch Macht gegeben, aus Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Gott hat dir Macht gegeben. Бог дал тебе власть. Über die ganze Kraft des Feindes. Над всей силой вражьей. Jetzt nochmal glaubensmäßiger. Gott hat dir Macht gegeben über die ganze Macht des Feindes. Du hast Autorität bekommen. Kraft bekommen. Dass egal welche Macht in dich kommt, egal welche Macht in die Gemeinde kommt, egal was dich in die, dir in die Augen schaut, egal was in deine Familie reinkommt, du hast Macht bekommen über alle Gewalt des Feindes und nichts darf dir schaden. Amen. Weil Jesus das sagt, потому что Иисус говорит это. Du hast Autorität bekommen. У тебя есть власть. Nimm diese Autorität. Возьми эту власть. Lass dich nicht beherrschen. Пусть никто не господствует над тобой. Sprich im Glauben. Но говори верою. Und alles ist möglich für den, der da glaubt. И все возможно верующему. Amen. Amen. Was geschieht, wenn diese Erde zu Ende ist? Что произойдет, если этот мир закончится? Werden wir weiter herrschen? Будем мы дальше господствовать? Werden wir weiter regieren? Будем мы дальше царствовать? Danach kommt das tausendjährige Reich. Тогда придет тысячелетнее царство. Und wir lesen, was wir da machen werden in dieser Zeit. И мы читаем, что мы можем делать в это время. Glücklich ist, wer zu Gottes heiligen Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Wer gehört dazu? Wer von euch gehört dazu? Кто относится к этому? Jetzt kommt das Wort Gottes für dich. Слово Божье для тебя сейчас звучит. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Над ними смерть вторая не имеет власти. Vielmehr werden sie mit Gott und Christus als Priester dienen und während der tausend Jahre mit Christus regieren. Но они будут священниками Бога и Христу и будут царствовать с ним тысячу лет. Da kommen tausend Jahre, придут тысячи лет, in denen wir mit Christus, где ты со Христом, regieren werden. Будешь царствовать. Was geschieht danach? Что произойдет потом? Was kommt nach diesen tausend Jahren? Что произойдет после тысячи лет? Offenbarung 22, Vers 5. Откровение 22, глава 5:5. Und es wird auch keine Macht mehr geben, sodass keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков. Kann ich ein Amen hören? Могу я услышать аминь? Gott hat dich geschaffen. Бог сотворил тебя. Schon vor deiner Geburt. До твоего рождения. Die Generationen davor. И поколения до этого. Erschafft den Menschen. Он сотворил человека mit einem Ziel, с одной целью, sie sollen herrschen. Чтобы он господствовал. Dann kommt Jesus и приходит Иисус und sagt, ich habe euch Macht gegeben, он говорит, я даю вам власть über alle Gewalt des Feindes. Над всей силой вражьей. Nimm deine Autorität. Возьми свой авторитет. Dann ist die Erde zu Ende. И потом кончается das земля. Das тысячелетнее Reich beginnt. Приходит тысячелетнее царство. Wir tun tausend Jahre regieren. И мы будем царствовать тысячу лет. Danach beginnt die Ewigkeit. Потом начнется вечность. Und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit и мы будем от вечности до вечности herrschen mit Gott. Господствовать с Иисусом. Glücklich bist du, счастлив ли ты, wenn du heute счастлив ты, если ты сегодня damit anfängst. Начнешь сегодня с этого. Denn du hast es schon bereits vor deiner Geburt machen sollen. То, что ты должен был делать еще до твоего рождения. Und du wirst es nach deinem Ende auf dieser Erde immer, и immer ты machen. После твоего конца все равно еще это будешь делать. Nimm deine Autorität. Возьми свой авторитет. Und herrsche. И господствуй. Und regiere. И царствуй. Wisst ihr, wir Deutsche haben Probleme mit diesem Wort herrschen. И у нас, у немцев, есть проблема со словом царствовать. Weil Macht missbraucht wurde. Потому что власть они использовали с непозначением. Ich möchte dich ermutigen, но я хочу ободрить dass тебя, du Gottes
Kraft nimmst und in Liebe regierst. Dazu sind wir berufen. Wir werden als deutsches Volk, als Russlands deutsches Volk, werden wir nicht auf dieses Level kommen, wo Gott uns haben will. Wenn wir nicht die Autorität nehmen, die Gott uns gegeben hat. Und mit einer Kühnheit sprechen. Und diesen Herrschaftsbereich in unserem Leben ausbreiten. Amen. 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 Gehen wir weiter. Was sagt Jesus? Matthäus 16, Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Jesus spricht hier, Иисус говорит здесь, was du auf der Erde binden wirst, то, что ты свяжешь на земле, ist im Himmel gebunden. И связано на небесах. Was du auf der Erde lösen wirst, то, что ты разрешишь или развяжешь, ist im Himmel gelöst. Оно тоже развязано, разрешено da на небе. Gibt es eine Verbindung, там есть связь zwischen der sichtbaren Welt между видимым миром und der unsichtbaren Welt. И невидимым миром. Das, was du reinsprichst auf diese Erde, то, что ты говоришь на этой земле, hat eine Auswirkung im Himmel. Имеет действие на небесах. Das, was du löst auf diese Erde, и то, что ты разрешишь здесь wird на земле, gelöst im Himmel. Оно будет разрешено на das, небе. Was du bindest, то, что ты свяжешь, wird gebunden im Himmel. Оно будет связано на небесах. Wo sind die Menschen, где люди, die kapieren, которые поняли, dass das, was wir sehen, то, что мы видим, nicht das Zentrum ist, это не центр, sondern die in der geistlichen Welt leben, aus der geistlichen Welt sprechen und Dinge lösen, die nicht gelöst werden können auf dieser Erde. Wo sind die, die ihre Autorität nehmen und verstehen, ich will regieren in der geistlichen Welt. Jesus sagt, was du binden wirst auf der Erde, ist gebunden im Himmel. Was du lösen wirst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Wenn du anfängst und die Dämonen wollen mitten in der Nacht kommen, sagst du, ich binde dich in Jesu Namen. Ist es gebunden im Himmel. И оно связано на небесах. Wenn unlösbare Situationen in dein Leben kommen. Есть неразрешимые проблемы в твоей жизни. Und da gibt's keine Lösung. И там нету разрешения, нету. Du löst es in der geistlichen Welt. Ты это развязываешь в духовном мире. Ist es gelöst im Himmel. И оно развязано на небесах. Wir haben eine Autorität, liebe Kinder Gottes. У меня есть власть, дети Божьи. Der Teufel hat Angst vor Christen, die ihre Autorität nehmen. Дьявол боится христиан, которые взяли свою власть. Am liebsten sollen sie nur in der Gemeinde sitzen und nichts machen. Он бы хотел, чтобы все сидели в церкви и ничего не делали. Bis sie sterben. Dann hat er sie überlebt. Angst hat er für denen, тех, die wirklich Gottes Autorität nehmen, denn vor solchen kann er nichts machen. Denn diese stellen sich hinter Jesus Christus. Потому, что это, эти стоят за Христом. Und gegen Jesus schafft er es nichts. И против Иисуса он ничего er не hat может bereits делать. Verloren am Kreuz von Golgatha. Потому, что он уже потерпел поражение на Голгофе. Glücklich sind die, die die Autorität nehmen. И счастливы те, кто берут этот авторитет. Und die Dinge lösen auf dieser Erde, die eigentlich nicht gelöst werden können. Und Jesus hat gesagt, alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles ist möglich. Amen. Amen. Wir lesen weiter. Ja, wie können wir lösen? Ein Hauptding ist Vergebung. Johannes 20, Vers 23 sagt, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten. Кому простите грехи, тому простятся. И на ком оставите, на том останутся. Wenn du jemand, wenn jemand an dir sündigt, sag mal so. Если кто-то грешит против тебя. Und du vergibst ihm. И ты прощаешь его. Sind die Sünden ihm vergeben? То ему грехи прощены. Wenn du sie ihm behältst. Но если ты их оставляешь. Du vergibst nicht. Ты не прощаешь. Sind die Sünden ihm behalten? То эти грехи остаются на нем. Versteht ihr, was da passiert in der geistlichen Welt? Вы понимаете, что происходит в духовном мире? Wenn du löst. Когда ты разрешаешь, ist es gelöst im Himmel. Оно разрешено на небе. Wenn du es behältst, если ты оставляешь, ist es behalten. Оно останется.
Dieses Vergebungswerk Jesu. Это прощение, которое сотворил Иисус. Einer der stärksten Waffen auf dieser Erde. Это самое сильное оружие на земле. Vielleicht wurdest du verletzt in deiner Vergangenheit. Может, тебя в прошлом изранили. Vielleicht gab es heftige Verletzungen von Menschen. Может, люди ранили тебя. Bitte vergib. Пожалуйста, прости. Wisst ihr, in Pforzheim habe ich zu tun mit einem Mann. In Pforzheim я имею дело с одним мужчиной. Und er hat viele, viele Jahre mit mir zusammengearbeitet. Он много лет сотрудничал со мной. Und nach 10 Jahren vertrauen Männer sich irgendwann mal. И через 10 лет мы доверяем друг другу. Und nach 10 Jahren kommt er zu mir. И он приходит ко мне. Und sagt, Daniel, ich muss mein Herz öffnen vor dir. И он говорит, я должен открыть свое сердце пред тобой. Ich wurde als Kind vergewaltigt von meinem Vater. Когда я был маленьким, меня изнасиловал мой отец. Zum ersten Mal bin ich mit einem Mann solche Sachen durchgegangen. Я первый раз проходил такие вещи с мужчиной. Und er hat mir gesagt, Daniel, и он мне сказал, heute möchte ich ihm vergeben. Я бы хотел сегодня его простить. Und er hat ihm ausgesprochen, ich will ihm vergeben. И он это сказал, я хочу простить его. Und mit Schmerzen im Herzen и с такой болью в сердце hatte diese Last von seinen Schultern runtergelassen. Он отдал это бремя со своих плеч. Und in diesem Moment habe ich gesehen, wie etwas gelöst wurde. И в этот момент я увидел, что что-то развязалось. Er hat seinem Vater vergeben. Он простил отца. Und er wurde selber frei. И он сам освободился. Und Jesus ermutigt hier und sagt, und Иисус ободряет здесь нас, wem говорит, du sie vergibst, кому ты не просишь, dem sind sie vergeben. Кому просишь, тому простятся. Wem du es behältst, но когда ты оставляешь, dem sind sie behalten. Они останутся. Und dieser Mann ist heute ein freier Mann. И этот человек сегодня свободный человек. Weil er gereinigt wurde von Jesus. Потому что он очистился Иисусом. Hat eine Veränderung gebracht in seine ganze Familie. Он принес изменения во всю семью. Aber ich frage dich, и я спрашиваю bist du тебя, bereit zu vergeben? Готов ли ты прощать? Jesus hat dir alles vergeben. Иисус простил тебе все. Er hat dir alles vergeben. Он тебе все простил. Bist du bereit, deinem Nächsten zu vergeben? Готов ли ты простить ближнего? Wenn wir regieren wollen in der geistlichen Welt, если мы хотим царствовать в духовном мире, und wir vergeben einander nicht, и мы друг друга не прощаем, dann sind wir wie kleine Roboter. То мы как маленькие роботы. Die bringen nicht viel. Мы много не принесем. Aber was passiert, но что произойдет, wenn wir vergeben von Herzen, если мы от сердца простим, und wir machen es auf in der geistlichen Welt. Und wir lösen es. In dem Moment kommt Fülle Gottes in dein Herz hinein. Du selber wirst frei. Und dem, den du vergibst, der wird auch frei. Ich möchte dich dazu ermutigen. Vorgestern hatten wir Chapter. Eine wunderbare Arbeit. Und da kommt ein Ehepaar auf mich zu. Und beide nicht wiedergeboren. Und sie hatten eine Not. Und ich hab vom Himmel erzählt. И я рассказал им о небе. Wo ich gesehen habe, wie die abgetriebenen Babys und die Fehlgeburten da waren. И где я видел, где были дети, которых абортировали или выкидыши. Ich habe ihnen erzählt, wie Jesus wartet, bis die Mütter in den Himmel kommen. И я им говорил, как Иисус ожидает, когда эти матеря придут на небо. Und wartet auf die Mütter, bis sie kommen. Он ожидает этих матерей. In dem Moment beginnt das Wachstum des Kindes. И в тот момент, когда матери приходят, начинается рост детей. Und sie werden alles ja, alles bekommen, was sie auf dieser Erde verpasst haben. И они получат все, что они недополучили здесь на земле. Wie sie anfangen zu laufen. Когда они начинают ходить. Wie sie anfangen zu wachsen. Когда они начинают возрастать. Wie sie anfangen zu reden. Как они начинают говорить. Und während ich es erzählt habe. И когда я это говорил, war diese Frau sehr berührt. И это коснулось этой женщины. Dann kommt das Ehepaar nach vorne. И эта супружеская пара выходит наперед. Wir wollen, dass du für uns betest. И они говорят, мы хотим, чтобы ты помолился за нас. Haben wir gebetet zusammen. Мы вместе помолились. Und ich habe ihnen gesagt, ihr müsst aber von neuem geboren werden. И я сказал, что вы должны по-новому родиться. Müsst Jesus euer Leben geben. И чтобы Иисус пришел в вашу жизнь. Das Allerwichtigste überhaupt. Это самое важное. Habe ich mit ihr gebetet. Я с ним помолился. Frag ihn, willst du auch dein Leben Jesus geben? И спросил, хочешь отдать свою жизнь Иисусу? Sagte, ja, ich will auch. И она сказала, я тоже хочу. Beide haben ihr Leben Jesus gegeben. Обои отдали свою жизнь Иисусу. Und dann sagen sie, wir haben zwei abgetriebene Babys bei uns. И они сказали, что у нас два раза мы делали аборт. Und sie haben Schuldgefühle ihr Leben lang. И всю жизнь их преследует чувство вины. Und dann sagt der Heilige Geist mir, и Дух Святой сказал мне, gib ihm eine Chance. Дай им шанс. Dass der Mann um Vergebung bittet der Frau gegenüber. Чтобы муж просил прощения у жены. Und dann hat der Mann angefangen Vergebung um Vergebung zu bitten. И муж начал просить прощения у жены.
Und die Frau hat auch Vergebung gebeten. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie eine Last abgefallen ist. Und wie stark. Насколько это сильно. Und mit Tränen haben sie darum Vergebung gebeten. Und Gott hat diese Schuld weggenommen. Gott hat diese Last weggenommen. Und dann habe ich für die Ehe gebetet. Und plötzlich habe ich im Himmel gesehen, diese zwei Kinder. Ich habe gesehen, wie Jesus kommt mit diesen zwei Kindern. Und die Kinder der Mutter wiederbringen. Ich habe gesagt, hey, deinen Kindern geht's gut im Himmel. Sie warten auf dich. Aber solange du noch leben kannst auf dieser Erde, bleibe treu, Jesus Christus. Und das war so eine Heilung da geschehen. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du vergibst, löst du etwas. Lasten fallen ab. Und wie eine Eingangstür für das Regieren in der geistlichen Welt. Amen. Wir gehen weiter zu der nächsten Bibelstelle in Markus Kapitel 11. Wie regiert man in der geistlichen Welt? Wie funktioniert das, dass wir regieren können in der geistlichen Welt? Passiert das automatisch oder wie machen wir das? Jesus hob an und sprach: Habt Glauben an Gott. Иисус отвечая говорит им: Имейте веру Божью. Darum oder wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spreche, heb dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Wenn du sprichst zu dem Berg, если ты говоришь горе, erheb dich, поднимись, und wirf dich ins Meer, и вернись в море, und du zweifelst nicht, и ты не сомневаешься, sondern du glaubst, но ты веришь, dann wird es werden. То это произойдет. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Jesus das sagt. Wenn du regieren willst in der geistlichen Welt, musst du anfangen, im Glauben zu sprechen, zu den Bergen deines Lebens. Krankheit, erheb dich und wirf dich ins Meer. Nimm das Wort Gottes und sprech im Glauben. Ich und mein Haus werden gerettet werden. In Jesu Namen. Meine Kinder werden nicht in die Welt gehen, sondern sie werden dem Herrn dienen. Meine Eltern und mein Ehepartner werden dem Herrn dienen. Jesus sagt, wer zu dem Berg spricht, Библия говорит, если ты говоришь горе, nicht zweifelt, и не сомневаешься, sondern glaubt, dass geschieht, was но er ты sagt, веришь, что произойдет то, что dem ты говоришь, wird es werden. Тот получит. Eines Tages wurde ich angerufen, однажды мне позвонили, und ich soll beten. И сказали, чтобы я помолился. Haben mir ein Gebetsanliegen gegeben, и они дали свою нужду, und gesagt, da war ein Autounfall. И они сказали, что была авария. Und da waren zwei Kinder im Auto drin. В машине было двое детей. Ein 10-jähriges und ein 8-jähriges Kind. 10 лет и 8. Und das 10-jährige Kind ist im Schädelbruch. И 10-летнего ребенка был перелом черепа. Das 8-jährige Kind hat auch innere Verletzungen gehabt. И 8-летние были раны внутренние. Auch bei der Intensivstation. Они были обои в реанимации. Und die Ärzte haben gesagt, die Überlebenschance ist sehr, sehr klein. И врачи сказали, что шанс выжить очень маленький. Und wenn sie überleben, dann haben sie bleibende Schäden ihr и Leben даже lang. Если они выживут, у них будут последствия. Und dann wurden ganz viele Menschen aktiviert zum Beten. И очень много людей поднялось на молитву. Und dann haben wir reingebetet. И мы молились. Und während wir beten, hat Gott mich in den Himmel genommen. Und ich war in der geistlichen Welt. Und ich sehe plötzlich, wie die Ärzte im Krankenhaus an den Körpern arbeiten. Und ich war gleichzeitig in der geistlichen Welt. Und ich habe das so gesehen, was sie so machen. Und ich habe reingesprochen im Glauben. Leben
und kein Tod. Я говорил, жизнь нету смерти. Sie werden leben und die Werke des Herrn verkündigen. Они будут жить и прославлять дела Господни, возвещать дела Господни. Während ich das reinspreche, и когда я это говорил, habe ich gesehen, wie die Engel Gottes kommen drumherum. И я видел, как приходят ангелы Божьи. Unsere Operationsengel waren das. Это были такие ангелы, которые делали эту операцию. Und sie haben mitgemacht bei der Operation. И они тоже там участвовали в этой операции. Die Ärzte haben in der physischen Welt operiert. Врачи оперировали в физическом мире. Und die Engel in der geistlichen Welt. Но ангелы в духовном. Und dann haben sie rumgemacht so. И они там что-то делали. Und dann hatte ich übernatürlichen Frieden. И у меня был сверхъестественный мир. Die werden leben. И я был уверен, что они будут жить. Weil das Wort Gottes hat Kraft. Потому что Слово Божье имеет силу. Ich war zurück auf der Erde. И я вернулся на землю. Und hatte Frieden, die beiden werden leben, gar kein Problem. И у меня был покой, что эти обои будут жить. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts mehr gehört von denen. И полгода я не слышал ничего о них. Und dann frage ich nach, was ist mit den beiden? И я спросил, что с ними произошло. Und die Eltern erzählen mir. И родители говорят мне. Die sind vom Koma aufgewacht. Они проснулись. Beide haben es überlebt. Оба выжили. Beide sind wieder zu sich gekommen. И опять вернулись. Wir haben eine Reha gemacht. Они сделали реабилитацию. Sind wieder in der Schule. Они опять в школе учатся. Keine Folgenschäden. Нету никаких последствий. Beide leben. Обои живы. Die Ärzte waren ganz überrascht, dass sie überlebt haben. И врачи были удивлены. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, dass es gibt bestimmte Dinge zu lösen in der geistlichen Welt. Я хочу ободрить тебя. Есть вещи, которые нужно развязать в духовном мире. Die nur die Kinder Gottes machen können. Которые могут делать только дети Божьи. Nimm deine Autorität. Поэтому возьми свою власть. Sprich sie hinein. И делай. Es hat Kraft. Это имеет силу. Amen. Amen. Und dann sagt Jesus weiter. И дальше Иисус говорит. Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Потому что говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Wenn wir sprechen, когда мы говорим, und glauben, dass wir es schon haben, и верим, что у нас это уже есть, dann wird es werden. То оно станет. Und dann sagt Jesus, и потом Иисус говорит, aber Vergebung ist auch wichtig. Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand anderem habt, damit auch euer Vater im Himmel eure Fehler vergebe. И когда стоите на молитве, прощайте, если кто, что имеете на кого, дабы Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Amen. Amen. Wenn wir stehen und beten, когда мы стоим и молимся, ist nicht nur unser Glaube entscheidend, тогда не только решает наша вера, sondern auch, dass wir vergeben, einander но и наше vergeben. Прощение. Vergebung macht etwas auf. Прощение что-то раскрывает. Die Grundlage für das Regieren и основа царствования ist der Sieg Jesu am Kreuz. Это победа Иисуса на кресте. Weil Jesus gesiegt hat, потому что Иисус победил. Weil er sein Blut vergossen hat. Потому что он пролил свою кровь. Weil er den Sieg vollbracht hat. Потому что он совершил все. Deswegen können wir heute regieren. Поэтому мы можем царствовать Amen. Сегодня. Und wir wollen es lesen zusammen in Kolosser 2. И теперь мы хотим читать Колоссянам. Kolosser 2, wo das drin steht. Da steht drin, Kolosser 2. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er uns lebendig gemacht in ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht und die in Satzungen bestehen hat, die gegen uns waren. Und hat er uns in der Mitte fortgeschafft, indem er sie ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich kann die Bibelstelle nicht finden. Nie strasch noch. Sag einfach, Jesus hat den Sieg errungen. Jesus совершил победу. Er hat die Gewalten entwaffnet. И он забрал силы у врага. Und hat den Schuldschein gelöst. И он рукописное против нас уже стер. Amen. Amen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Иисус умер на кресте. Er hat den Blut vergossen. Он пролил свою кровь. Und er hat sich entschieden. И он принял решение. Und er hat jede Macht zerstört. И он разрушил всякую силу. Er hat die Mächte entwaffnet. Он забрал силу дьявола. Und hat dir Freiheit gegeben. И дал тебе свободу. Und deswegen. И поэтому. Deswegen bist du heute frei in Jesus. Поэтому ты сегодня свободен Amen. В Иисусе. Es gibt drei Waffen beim Regieren. Есть три оружия, когда ты хочешь, если ты хочешь царствовать. Drei wichtige Waffen
Entscheidungen beim Regieren. Das erste ist das Wort Gottes. Wenn du regieren willst in der geistlichen Welt, Schritt Nummer eins, nimm das Wort Gottes. Nicht deine Meinung ist toll, sondern Gottes Wort ist toll. Jesus wurde versucht in der Wüste. Und was macht er? Er antwortet, es steht geschrieben. Zweite Versuchung. Was macht er? Er antwortet, es steht geschrieben. Написано. Dritte Versuchung. И третье искушение. Was antwortet er? И что он говорит? Es steht geschrieben. Так написано. Wenn du regieren willst in der geistlichen Welt, если ты хочешь царствовать в духовном мире, musst du dein Wort nehmen. Ты должен взять das Слово. Das Wort Gottes. Слово Божье. Und das reinsprechen. И провозглашать. Höre auf zu diskutieren. Перестань дискутировать. Nicht irgendwie versuchen, jemanden zu überzeugen. И не пытайся кого-то убедить. Sondern das Wort Gottes hat Macht. Но у Слова Божьего есть сила. Spreche es in deine Situation hinein. Das Слово в твою ситуацию. Das Wort hat Macht. И у Слова есть сила. Es steht geschrieben. Так написано. Nummer zwei. Второе. Ist das Blut Jesu. Это кровь Иисуса. Das Blut Jesu wurde vergossen für uns. Кровь пролилась за нас. Er hat sie vergossen alleine für dich. Он за тебя пролил кровь свою. Er hat sein Leben gegeben. Он дал жизнь свою. Und deswegen haben wir den Sieg heute in Jesus Christus. И поэтому у нас победа сегодня в Иисусе Христе. Weil Jesus sein Blut vergossen hat. Потому что Иисус пролил свою кровь. Haben wir den Sieg. Мы имеем победу. Und so rühme den Sieg Jesu. Поэтому славь победу Иисуса. Über deine Situation. Над твоей ситуацией. Egal wie lange du wartest auf den Durchbruch. И все равно, насколько ты ожидаешь прорыв. Jesus hat den Sieg. У Иисуса есть победа. Und Nummer drei, и третье, der Name Jesu. Имя Иисуса. Wenn du im Namen Jesu kommst, если ты придешь во имя Иисуса, das hat Kraft. Это имеет силу. Da waren die Leute, die Dämonen austreiben wollten. И там были люди, которые хотели изгнать бесов. Und die Dämonen sprechen. И бесы говорят. Jesus kennen wir. Иисуса мы знаем. Von Paulus haben wir gehört. О Павле мы слышали. Aber wer seid ihr? Но кто вы? Wisst ihr, unser Name ist nicht arg bekannt in der geistlichen Welt. Наше имя не так очень знакомо в духовном мире. So komm bitte nicht in deinem Namen. Поэтому не приходи своим именем. Komm im Namen des Herrn. Приходи именем Иисуса. Und wenn du regierst, если ты царствуешь, sag in Jesu Namen, говори во имя Иисуса, breche ich diese Macht der Finsternis. Я разрушаю тьму. In Jesu Namen, во имя Иисуса, breche ich diese Krankheit in dir. Я разрушаю эту болезнь. In Jesu Namen, во имя Иисуса, komme ich mit dem Wort Gottes. Я прихожу со Словом Божьим. Menschen, die das Wort Gottes nehmen, люди, которые берут Слово Божье, mit dem Blut Jesu kommen, и которые приходят кровь und Иисуса, im Namen des Herrn kommen, и во имя Иисуса, sind Menschen, это люди, die Umstände verändern, которые изменяют обстоятельства, und die Umstände einfach ändern in der geistlichen Welt, которые изменяют обстоятельства в духовном мире. Amen. Amen. Als ich vor euch gebetet habe, и когда я молился, habe ich gesehen, dass die Lösung eures Problems, я видел, что разрешение вашей проблемы, nicht in Diskussionen mit der Politik liegt. Не в дискуссиях с политикой. Nicht in Diskussionen mit den Leuten liegt. Не в дискуссии с людьми. Eure Lösung liegt. Ваше разрешение. Im Regieren in der geistlichen Welt. Лежит в том, как вы господствуете в духовном мире, как, что вы возьмете слово. Es steht geschrieben. И будете говорить, так написано. Wo sind die Christen, die das Wort Gottes nehmen? Где те христиане, которые берут слово Божье? Die in die geistliche Welt hineingehen. Которые идут в духовный мир. Und die Dinge lösen. И которые разрешают die nicht вещи, lösbar sind auf dieser которые Erde. По земному неразрешимы. Wisst ihr, der Alex Keicher, er war vor ein paar Jahren bei euch. Alex Keicher, он был несколько лет у вас. Alex Keicher, ich habe seine Geschichte schon oft erzählt. И он часто говорил свою историю. Aber seine Mama beeindruckt mich jedes Mal. Но его мама, она, я восторгаюсь ей каждый er раз. Er war 12 Jahre drogenabhängig. Он был 12 лет зависимым. Kippt Überdosis. И он падает перед дозировкой. Verlässt seinen Körper. Уходит из своего тела. Seine Mama kommt. И его мама приходит. Legt die Hände auf. Возлагает руки. In Jesu Namen. И говорит во имя Иисуса. Tod verschwinde aus dem Körper meines Sohnes. Говорит, смерть исчезни из тела моего сына. Denn Gott hat mir versprochen, Бог обещал мне, er wird nicht sterben, он не умрет, er wird die Werke des Herrn verkündigen, он будет возвещать дела Господни, wegen dem Glauben einer Mama. Из-за веры одной мамы. Und er kam zurück.
Und er wurde frei übernatürlich. Heute ist er ein ältester bei uns in der Gemeinde. Ein Segen für so viele Menschen. Weil einer nicht aufgegeben hat zu glauben. Ich möchte dich ermutigen. Egal wie groß deine Umstände sind. Rede nicht, wie groß die Umstände sind. Sondern sprech zu diesen Umständen. Und sagst, mein Gott ist viel größer wie du, Schatz. Und Jesus sagt, und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Wenn du morgens aufstehst, fang an zu regieren und sagst, meine Kinder sind geschützt. Meine Kinder werden zu Apostel, Propheten und Evangelisten werden. Und mein Ehemann, obwohl er es noch nicht weiß, er wird dem Herrn dienen. Denn Gott spricht, ich und mein Haus werden gerettet werden. Und mein Körper ist geheilt in dem Namen des Herrn. Vielleicht musst du jahrelang beten. Ich selber war 3,5 Jahre MS krank. MS. Und die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 14 Jahre vollständig geheilt. Weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Потому что есть Бог, который исцеляет. Sein Name ist Jesus Christus. Его имя Иисус Христос. Möchte dich ermutigen. Я хочу ободрить тебя. Wenn du morgens aufwachst. Если ты утром просыпаешься. Leg deine Hände auf deinen eigenen Kopf. Возлагай руки на свою голову. Den Kranken werden sie die Hände auflegen. На больных можешь возлагать. Und sie werden geheilt werden. И они будут здоровы. Manche Kämpfe gehen sehr lange. Иногда борьба. Aber ich möchte dich ermutigen. Долгая, но я ободряю тебя. Gib da nicht auf. Не сдавайся. Egal wie du schon lange kämpfst mit Angstzuständen oder Depressionen. И все равно сколько ты уже борешься, может со страхом или еще что-то. Lange mit Schlaflosigkeit. Может, ты с бессонницей борешься? Jeden Morgen steh auf und sagt, heute ist der Tag des Herrn. И каждый день просыпайся и говори, сегодня день Господа. Jeden Abend sprichst du rein, heute werde ich gut schlafen und keine Ängste werden mich packen. И вечером говори, что я сегодня хорошо буду спать и никакие страхи не преодолеют меня. Denn es steht geschrieben. Потому что написано. Ich habe nicht den Geist der Angst bekommen. Я не получил дух страха. Sondern Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Но силы целомудрия и любви. Wo sind die Leute aus Osnabrück? Где люди Оснабрюка? Die Autorität Jesu nehmen. Которые возьмут власть Иисуса. Und das Wort Gottes nehmen. И возьмут слово Божье. Und das hineinsprechen. И провозглашать будут. In ihre Ehe. В ихние браки. In ihre Familie. В семьи. In ihre Gemeinde. В ихнюю церковь. In ihre Arbeit hinein. В работу. In ihre Gesundheit hinein. Здоровье. Und die regieren in der geistlichen и которые царствуют в духовном мире. Du wurdest dazu geschaffen. Ты сотворен. Nicht beherrscht zu werden von den Umständen. Чтоб над тобой господствовали, но чтоб ты господствовал. Du wurdest geschaffen, damit du regierst in der geistlichen Welt. Ты сотворен, чтоб ты господствовал. Amen. Аминь. Ich glaube, es gibt Siege zu erringen für euch. Я знаю, что есть победы, которые нам нужно достичь. Die nicht möglich sind auf dieser Erde. Которые невозможны по-человечески. Aber die möglich sind bei Gott. Но которые возможны у Бога. Was unmöglich ist bei Menschen. То, что невозможно человеком. Ist möglich bei Gott. Возможно Богу. Und wer verbindet sich im Glauben mit Jesus? И кто свяжется с Иисусом верою? Und sagt, Jesus, ich habe keinen Plan. Который скажет, я не знаю, aber ich weiß, bei dir ist alles möglich. Но я знаю, что у тебя все возможно. Und du hältst im Glauben fest. И ты держишься за это верою. Amen. Аминь. Stehen wir auf zusammen. Давайте мы встанем.